Dritter Zar, früher Abend. Der Tag neigt sich bald dem Ende zu. Das neue Ziel muss noch besprochen werden, doch eine Möglichkeit ist Festum, die Stadt der Theaterritter im Bornland. Brindigian hat sich lange mit seinen Büchern zurückgezogen und studiert. Nun muss der Magier noch auf den neuen Plan vorbereitet werden. Das Ganze mit ihm besprochen werden. Die Arche gegen Piraten und Paktierer benutzen, das Schiff, benutzen, um Festungen zu zerstören oder andere Schiffe und dem Feind damit großen Schaden beizubringen, oder sie in die Hände der Marine, der Kirche oder der Akademien zu geben, damit diese dort untersucht werden kann. Und zerstört. Dann allerdings ohne euch. Und mit dieser Entscheidung beginnen wir. Zwar im Offizierscasino der Gezeitenspinne, Oberdeck. Brindigian betritt den Aufbau. Ah, Magister, da seid ihr. Guten Morgen. Und ich ja dann auch so ein bisschen Augenringe. Entschuldigung, dass ich so lange weg war. Ich habe ein wenig die Bücher studiert, die ich in dem, nun unten in dem Raum gefunden habe. Und kam etwas dabei heraus? Ich hoffe, nichts allzu Gefährliches. Naja, also viel, was uns helfen kann, erst einmal nicht. Also es waren viele magische Bücher dabei, wo ich zwei herausgesucht habe, die wir definitiv vernichten müssen, da die sind zu gefährlich, da ist kein nützliches Wissen drin. Die anderen sind zwar ebenfalls gefährlich, aber man kann viel herauslesen, was gegen die Ungeschaffenen hilft. Und dann nun sind noch einige Aufzeichnungen, Berichte, alles sehr durcheinander. Ich weiß nicht, wie man den Quellen trauen kann. Nun viel zu dieser Ersäuferin und den Rassen aus den Meeren, warum sie ihnen gehorchen und etwas Hintergründe. Ich weiß nicht, ob das nützlich für uns ist. Na bestimmt. Ich meine, allein hier auf dieser dämonischen Arche scheint es doch Kreaturen im Unterdeck zu geben. Nun, grob zusammengefasst kann ich sagen, dass alle diese Meereslebewesen einen bestimmten Gott anbeten, den laut dieser Aufzeichnungen die Ersäuferin irgendwann einmal verführt hat und der nun ihr folgt. Und so folgen nun auch diese Rassen ihr. Viel Spekulatives dabei. Ihr solltet vorsichtig sein. Nicht alles Wissen über die Geschöpfe der Dämonen ist auch für Menschen bestimmt. Nun sicher, aber man muss sich das, was man vor sich hat, erst einmal durchlesen, um herauszufinden, was einem helfen kann und was nicht. Wenn man das gar nicht ansieht, dann hat es gar keinen Nutzen. Da sprecht ihr auch schon den nächsten Punkt an. Wir hatten bereits darüber geredet, wie soll es jetzt mit der Arche weitergehen? Unser Kontaktmänner hat Nachrichten erhalten. Ich glaube, er ist ein Magister, wie ihr es seid, und hat auf übernatürlichem Wege Nachricht von Herrn DM, der dem Reichsadmiral, Großadmiral und Eider von Schattengrund bekommen. Ein Hört anderer aus, schiebt ihr einmal Magister? die Zettel rüber. Nun, um es kurz zu fassen, Eiler von Schattengrund ist natürlich ihrer Rondra gefälligen Pflicht uns, hat sie uns darum gebeten, die Arche schnellstmöglich zu vernichten. Der Reichsgroßadmiral sabbert natürlich schon mal dem Gedanken, seinen dreckigen Finger daran zu bekommen. Von welchem Magister sprecht ihr? Der einzige Magier, der noch hier an Bord ist, ist doch dieser, wie war sein Name, Jasper? Ist der nicht im Gefängnis? Zum einen nein, er wurde derweil wegen guter Führung entlassen. Zum anderen, wie ihr euch sicherlich erinnert, haben wir in Kunchom noch einen Kontaktmann von seiner Exzellenz, dem Baron, aufgenommen. Ja, ich erinnere mich. Naja, und euer Kollege hat sich, als wir von den anderen Archen verfolgt wurden, als äußerst nützlich und kooperativ gezeigt. Jasper hat, so etwas wie einen kleinen Sturm am Oberdeck beschworen und damit die fliegenden Schrecken ausgeschaltet. Meint ihr, man kann ihm vertrauen? Nein, das glaube ich nicht. Man kann darauf vertrauen, dass er nicht von uns aufgeknüpft werden will. Alles andere werden wir an Land sehen müssen. Naja, wir haben ihn genauso hier an Bord gefunden wie Ragnar. Und Ragnar steht ja auch nach wie vor auf unserer Seite. Der Unterschied ist, dass Ragnar
und in einer Zelle festgekettet war, während Herr Jasper seine eigene Kabine hatte und sich frei an Bord bewegte. Da hast du natürlich recht. Naja, aber wir müssen ihn im Auge behalten. Solange uns von Nutzen ist, sollten wir seine Fähigkeiten nicht außer Acht lassen. Er scheint das Schiff ja zu kennen und was meine ich, diese kleine Kreatur, ich habe den Namen vergessen, wurde die von ihm beschworen? Ja, genau, die. Ich bin mir nicht sicher. Ist sie doch schon, hat schon Ähnlichkeit mit einem Menschen und vielleicht einfach nur ein entstellter Mensch. Vielleicht eine schlecht geglückte Mischung zwischen einem Menschen und einem Goblin. Beim Thema Goblins, wir haben uns entschieden, Festum anzufahren. Zumindest die Nähe von Festum. Und dort in der Stadt einige dringend notwendige Besorgungen zu erledigen. Die Leute dort wären natürlich sicher geschockt, wenn sie diese spinnenartige Arche hier sehen. Wir wollten deshalb etwas außerhalb von Festum anlanden und mit der Arche das Festland betreten. Dort dürfen wir auch erstmal sicher sein vor den anderen Archen. Die Nachrichten, die ihr bekommen habt, sie wissen alle, dass wir die Arche im Besitz haben, richtig? Sind die am Blätter gerade die Schreiben durch, die ihr ihm da hingelegt habt? Scheinbar. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir nächste Woche auf der Titelseite des Aventurischen Boten sind. Und ich hoffe, dass Ragnar uns dieses Mal miterwähnt. Ja, nun. Wir müssen sowieso, also ich weiß nicht, wie ihr euch entschieden hattet. Ich stehe nach wie vor zu meiner Meinung, dass wir auf der Arche bleiben sollten und sie nutzen sollten gegen die anderen. Gegen die anderen ungeschaffenen Schiffe. Ich befehlige derzeit die Steuerfrauen, das Schwert, sollte jemand anderes im Notfall das Kommando ergreifen müssen, ist, ja, in einem Stuhl oben bei den Steuerfrauen verborgen. Ich kann es dir nachher zeigen, Nijian. Für den Fall der Fälle. Vielleicht, ich glaube, du wolltest ja auch noch einmal seine magische Struktur in Augenschein nehmen. Ja, ein wenig mehr Kräfte habe ich schon. Ich bin etwas mit meinen Büchern eingeschlafen. Konnte ich mich ein wenig erholen. Ich muss einmal sehen, ob ich diese Kräfte nicht für irgendwas anderes brauche. Und sie für diese Analyse, verschwenden will. Aber ja, ich werde es auf kurz oder lang am Ende untersuchen. Die Arche ist ein Dämon und Dämonen kann man nicht trauen. Das habe ich bereits gesagt und ich stehe dazu. Aber jetzt gerade ist diese Diskussion wohl ein wenig müßig. Ich werde mich bemühen, dass unser Kontaktmann ein Treffen mit Dexter Nimrod arrangiert. Dieser wird uns bestimmt den einen oder anderen Rat geben können. Nun, wir wollen ja zusammen entscheiden, wie ist denn die Meinung der anderen? Und Dijan, schau mal zu Fiona und Ragnar rüber. Ragnar steht unten in der Küche und kocht irgendwas für Luptir. Ach so. Ragnar steht natürlich auf der Seite der Göttertreuen. Ich kann euch wenig dazu sagen. Ich denke einfach nur, es ist... Naja, es ist nicht unbedingt vertretbar, dämonische oder unheilige mit anderen, oder sagen wir, mit den gleichen Mitteln zu bekämpfen. Das wäre das Auge-um-Auge-Prinzip. Ihr setzt etwas ein. Ich meine, letztendlich müsst ihr es wissen. Ich kenne auch euren Auftraggeber nicht, aber... momentan werde ich das tun, was die Mehrheit will, einfach weil wir festsitzen. In Festung wird das anders aussehen. Ja, Fräulein Swannert hier, ja. Vielleicht etwas zu unserem Hintergrund. Wir, also die hier im Raum und Ragnar, wir haben schon gemeinsam als so etwas wie ein kleiner Stoßtrupp auf Maraskan fungiert und dort eine der Endurium-Minen ausgehoben, das Schwarzmetall. Und ich glaube, wir als kleine Truppe haben eine gewisse... Nun, stellt euch das vor wie ein kleines Boot und wie so eine, sag ich mal, ein Admiralschiff, eine... Shivona oder so, die ist nicht mehr so wendig, kann ihren Kurs nicht mehr so schnell anpassen. Und wir mit unserem kleinen Boot, mit unserer kleinen Truppe, könnten wie damals die Aufgaben übernehmen, die sonst für andere nicht möglich wären.
Ich denke da an das Grab der Seeschlangen. Dort kommen die Archen ja wohl her. Aber einfach drei aus. Auf die Arche stehen 250.000 Dukaten. Wisst ihr, wie viele Schiffe man damit kaufen kann? Wisst ihr, wie viele Söldner man damit erneuern kann? Ich merke einfach nur, dass das Schiff euch alle verändert. Zumindest mich verändert es und bei euch habe ich auch den Eindruck. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir langfristig nicht enden wie die. Mit dem Kopf mal in Richtung der beiden Steuerschwestern. Ja, dazu kommt noch die Sache, dass an der Steuerfrauen wohl die vermisste Tochter des Markgrafen von Warung ist. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat noch die eine oder andere Sache dazu zu sagen, wenn ihr vorhabt, sie hier an Bord dieses Schiffes zu lassen. Nun, was heißt hier an Bord zu lassen? Ich glaube, die einzige Rettung, die sie noch erfahren kann, ist der Tod. Das wird sich zeigen. Ja, Brintijan, vielleicht kannst du dir sie auch mal anschauen. Puh, oh Mann, da bin ich wirklich überfragt, wenn die Widersacher nicht nur mit Magie, sondern auch mit ihren eigenen gottgleichen Gaben agieren. Schwierig, schwierig. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Wie stellen wir uns das denn vor? Also kurz vor Festum halten und dann, ja, wie arrangieren wir das? Ich sag einfach mal, wenn wir das falsch angehen, wenn wir entweder gevierteilt oder ins Gefängnis gesteckt. Sind eure Kontakte, wie ihr behauptet, denn so gut, dass ihr so etwas verhindern könnt? Fragender Blick. Ich würde es doch gemeint haben. Abgesehen davon wird uns beide niemand ohne Beweise ins Gefängnis stecken. Nicht so ungut, Jalan, aber ich kann eure Kontakte nicht unbedingt einschätzen. Ich sag nur, ihr seid sehr wenige und naja, vielleicht, wenn wir kurz vor Festung sind, sollten wir halt zumindest eine andere Flagge hissen. Nun, wir werden, wie der Plan war, werden wir ja nicht mit der Arche in Festung einfahren. Wir werden uns eine Bucht außerhalb suchen und den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen. Nun sind wir uns einig darüber, das so zu machen. Das finde ich gut. Und hat jemand Einwände? Dann sei es so. Ich vertraue auf eure Raffinesse. Ich vertraue darauf, dass er Fanaias das die Arche gut genug unter Kontrolle hat, um uns dahin zu bringen, wo wir hin müssen. Das wird schon klappen. Wir können einfach unseren Seelen gnädig sein, wenn es nicht so ist. Diese Arche hat einige besondere Fähigkeiten. Sie kann ja hier auf dem Wasser nicht nur gehen, sie kann ja auch in einen richtigen Sprint verfallen. Aber ich glaube, das kann sie auch nicht ewig aufrechterhalten. Und ihr Holz, ihr Leib ist ständig im Wandel. Also, ich könnte hier einige Sachen verändern oder es den Steuerfrauen befehligen, wenn wir dann andere Räumlichkeiten benötigen. Wisst ihr eigentlich etwas über diese Plagen? Ich meine, die erste Plage ist ja anscheinend jetzt gerade vernichtet worden oder so. Ich meine, wisst ihr, was da noch kommt? Ich meine, damit wir uns darauf vorbereiten können. Ich habe noch nie davon gehört. Magister Brinigian, ihr kennt euch doch am ehesten mit den, sagen wir mal, Geschichten südlich von Maraskanos. Wisst ihr da etwas? Was erwähnte Ephadaios gerade, den Seeschlangenfriedhof, das habe ich bisher noch nicht gehört. Und den Darion Padigan, der Name war mir schon ein Begriff. Und als ich in diesen Kelch gesehen habe, dann habe ich fast alles von ihm erfahren, was er gedacht hatte, was in seinem Kopf war. Aber was genau sein Schiff kann, diese Plagenbringer, was dann auch zu erwarten ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Ich habe vorhin die Leute etwas eingewiesen, wie man die Waffen benutzen muss, aber richtig fähig sind die meisten von ihnen nicht. Dann sollten wir uns vielleicht auf keine längeren Seegefechte einlassen. Besser gesagt als getan, noch sind wir nicht in Festung. Ja, aber ich
Ich kann mir schwer vorstellen, wer, der nicht auch auf einer Dämonenleiche sitzt, die Dreistigkeit hätte, uns anzugreifen. Nun ja, wenn die Leute denken, dass wir in ihre Richtung kommen. Sollten wir dies wohl vermeiden. Aber irgendwann werden wir auch gegen die anderen Archen kämpfen müssen. Brauchen wir noch Besatzung? Finden wir überhaupt Besatzung im Festum, die hier für uns arbeitet? Warum sprechen wir nicht erst einmal mit seiner Exzellenz, beraten uns dann, was überhaupt mit der Arche passiert. Dann können wir über Besatzung reden. Sag mal, zahlt eure Exzellenz auch was dafür, wenn man hier seinen Arsch riskiert? Ja, tut er. Reichlich sogar. Falls euch das eure Mitarbeit bewegt. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich werde Faruk anweisen, eine Nachricht zu senden. Gut, erhebe ich mich und gehe aus der Tür. Gut. Ja, die wortgetreue Nachricht dann bitte einmal so aufschreiben, wie sie sein soll. Und dann verewigen. Warum? Bitte. Da ist sie dann für alle zu lesen. Dauert ein paar Minuten. Kein Problem. Ja, Gold, mein Ritter, würdet ihr euch darum kümmern, dass die Männer am Unterdeck alle mit etwas zu essen versorgt werden? Ich glaube, sie brauchen alle etwas Ruhe und Erholung. Ja, vor allem brauchen sie auch etwas zu tun auf lange Sicht. Aber ja, ich kümmere mich drum. Ich glaube, der Koch, den ihr hier freigelassen habt, dieser Ragnar, steht schon mit dieser kleinen buckligen Kreatur in der Küche und ich werde mich ja, darum. Ja, er ist auch ganz gut darin, Leute einzuschätzen. Dann können wir versuchen, für jeden die richtige Aufgabe zu finden. Nun, ein paar habe ich euch ja schon weggeholt, aber ich habe ihnen jetzt einmal alles erklärt, ob sie es langfristig wirklich, wirklich schaffen werden. Das ist natürlich eine andere Geschichte, zumal wenn sie Angst haben, und letztes Mal schienen sie ziemlich Angst zu haben, müssen sie bleiben. Sie müssen in der Lage sein, zu gehorchen und Dinge auszuführen, auch wenn sie Angst haben. Und ich bin mir nicht sicher, dass diese Männer mir folgen werden oder überhaupt einem von euch. Ja, es ist derzeit noch eine ziemlich zusammengewürfelte Truppe, aber die gemeinsame Zeit auf der See und wenn ihr eure Übungen regelmäßig wiederholt, das wird sie hoffentlich zusammenschweißen. Ihr seid doch ein Geweihter und die meisten von ihnen glauben doch an oh Gott, ich meine, könnt ihr ihn nicht irgendwie gut zureden? Ja, es gibt Dinge, in denen ist ein Priester des Ungestüms ein guter Ansprechpartner, aber es gibt auch Zeiten, da müssen die Leute sich erst einmal selbst orientieren. Wieder die Richtung ihres Herzens finden und wir haben nur gerade keine Zeit dafür, dass sie sich in Richtung ihres Herzens findet. Das klingt ja sehr romantisch. Aber das hier ist, naja, wie soll ich sagen, ein kriegsähnlicher Zustand oder irre ich mich? Ja, da habt ihr vollkommen recht, nur die Leute hier auf dem Schiff, die meisten sind hergekommen, um es zu vernichten und nun, jetzt haben wir es in unter unserer Kontrolle. Wir können nicht erwarten, dass sie für unsere Sache streiten. Wir können es momentan ihnen anbieten. Bleibt ihnen nichts anderes übrig. Wir sind nur auf See. Wenn jemand kommt, wenn ein anderes Schiff kommt, müssen sie in der Lage sein, sich zu verteidigen, sonst werden sie sterben. Das müsst ihr ihnen klar machen. Ich kann das auch machen, aber dann sind sie wahrscheinlich noch eingeschüchtert. Nun, nicht umsonst haben wir euch in den Stand der Geschützmeisterin erhoben. Jetzt Jalan wird sich um die restliche Einteilung kümmern und ich übernehme das Steuern. Wisst ihr, ich bin kein Kindermädchen. Die Soldaten, die ich bis jetzt befehligt habe, die wollten kämpfen. Die wollten im besten Fall sogar für Zwachmir sterben. Aber diese Männer hier, die sind bunt, wie ihr sagt, zusammengewürfelt. Die sind nicht hingekommen, um zu kämpfen. Die wollten dieses Ding vernichten. Jetzt sind sie hier. Aber ob ich der richtige Einfluss für sie bin, um ihnen gut zuzureden, das kann ich euch nicht garantieren. Ja, wir müssen es drauf ankommen lassen. Du musst dir klar machen, dass es das Beste für sie ist, wenn sie auf dich hören. Irgendwann wird es zum Gefecht kommen und wenn sie verstehen, dass du die richtigen Anweisungen gibst, dann werden sie vielleicht auch verstehen, dass sie nur so überleben können. Gut. Und Jalan hatte mir gesagt, ich soll das nicht so
brutal angehen, wie ich es wohl mit demjenigen tat, den ich letztes Mal ohrfeigte, aber... Nun ja, ich werde es versuchen. Und wenn du sagst, dass du... Du sagst doch, du hast die Erfahrung damit. Dann, wie wär's mit ein paar Vorführungen oder so etwas? Ein wenig Zielschießen, wo du ihnen zeigst, was du kannst. Letztes Mal habe ich sie schon etwas abschießen lassen, aber... Nun ja, wo nichts ist zum Abschießen, kann man schlecht genau zeigen, wie die Distanzen sind. Leider fehlen uns hier die Übungsscheiben oder dergleichen oder kleinere Übungsschiffe. Wenn wir jetzt tatsächlich Land anlaufen, dann werden wir sicherlich was finden. Ja, aber bis wir das Land erreichen, darum geht's. Nun, wenn wir Land angelaufen haben, haben wir natürlich Zeit und dann kann ich mich auch intensiver mit ihm beschäftigen. Es ging gerade nur um den Notfall. Ich werde es gehen. Im Unterdeck könntet ihr vielleicht noch etwas dazu finden. Da haben wir uns noch nicht alle Räume angesehen. Vielleicht gibt es dort etwas, was man als provisorisches Ziel verwenden könnte. Ich werde schauen, ich werde mit Ihnen sprechen, wenn ihr mir es in die Hand gebt. Boah. Lidjan, kommst du mit mir hoch zu den Steuerfrauen? Dann zeige ich dir, wo das Schwert ist. Ja, ich komme mit. Ja, ich gehe in die unteren Räume, gucke mir das an und danach gehe ich zu den Leuten, die ich eingeteilt habe, um ihnen eine Ansage zu machen. Gut, das heißt, die sammeln sich einfach mal alle oben auf dem Zentraldeck, damit du nicht alles doppelt und dreifach erklären musst. Okay, war ich denn unten in den Räumen vorher? Weil da wollte ich ja zuerst hin. Welche Räume? Damit ich... Also etwa da sagt ja unten gäbe es noch ein paar Räume, die wir noch nicht angeguckt hätten und die wollte ich mir angucken, ob wir da noch irgendwas haben, was wir als Schießübung benutzen können. Das kommt jetzt noch an, wie weit du nach unten rennst. Können wir uns gleich angucken. Machen wir erstmal einen DJ an und ja, dann kannst du überlegen, dir das Schiff an, wo du hin willst. Hier ist die Waffenkammer, wenn du das siehst. Da ist jetzt alles ein bisschen umgeräumt, umgeformt. Mhm. Aber du hattest ja schon die ganzen Brandsachen, hast du jetzt nach oben hier in die 21 geräumt. Genau, in den Buch. Genau, ja. Die ganzen schweren Speere und ja. Es geht eher darum, ob man Dinge findet, auf die man schießen kann. Sowas wie leere Fässer oder irgendwelche Holzkisten, die man eben nicht mehr braucht, weil, weiß ich nicht. Die wirst du sicherlich finden. Da müsste man sich noch überlegen, ob man die weiter verschießen kann oder aussetzt und also einfach runterschmeißt und dann auf die Entfernung auf die schießt. Aber sowas wie leere Fässer wirst du irgendwo in den ganzen Ast schmieren und den Rotzenlöchern da finden. Ja, dann würde ich es so machen. Ich würde die runterfallen lassen und dann würde ich eben warten, bis wir dort sind, um sich auch an die Bewegung der Arche zu gewöhnen und würde eben mit denen ein paar Schießübungen machen. Gut. Einfach, damit die sicherer werden, danach würde ich Anspruch halten. Ja. Radigia, Nefertheims. Wollt ihr nach ganz oben, ja, ne? Genau, noch. Ja, wo das Schwert ist oben, ja. Ja. Er hat auch Tritt an diesen Stuhl, der wie ein Thron aussieht, heran und wird die Taue, die sich auf dessen Rückseite befinden, etwas zur Seite drücken. Dort wird dann für dich das schwarze Schwert offenbart. Ja, Bondija zögert ein bisschen, weil die letzten Male er doch irgendwie seine Kontrolle verloren hat, als er das in seinem Besitz hatte, aber ja, geht dann wieder hin und nimmt sich das eingeschlagene Schwert, oder? Oder ist es halt blank? Beim letzten Mal war es eingeschlagen, ja. Ja, Ephataus wird das rausziehen und auch in den wirklich an das Schwert rangreifen und es auf dich richten. Was tust du da? Lass das Tuch darum. Das Schwert kann mir nichts mehr. Da schlägt das Schwert wieder ein und hält dir dann den eingeschlagenen Schwertknauf hin. Und Lichian, ich... Ja, dann er. Golgari war schon hier, um seine Seele in Anspruch zu nehmen. Ich konnte ihn sehen aus der Schiffswand hinaus und... dann... Ich wusste da... Nicht, wer sie ist, sondern nur Leben kann für Leben bezahlen.
Was willst du mir sagen, Ephedaios? Hör zu! Ja, Ephedaios fängt dann an zu weinen. Dass Yala noch hier ist, dass seine Seele noch weiter an seinen Körper gebunden ist. Ich musste dafür. Wenn ich hier auf der blutigen See das dem Leben ausscheiden werde, dann wird meine Seele wird dann nicht sie wird nicht dorthin gehen, wo ich es mir so sehr wünsche. Sie wird zu ihr fahren, zur Herzogin der nachtblauen Tiefen. Nenn ihren Namen! Schweig! Sagst du mir, hast du so einen billigen Händel mit dieser... mit ihr eingegangen, nur dass Jalands Seele nicht jetzt schon wiedergeboren wird, sondern erst später? Und deine dafür verkauft? Daran magst du glauben, aber nicht ich. Es war der einzige Weg. So ist er noch bei uns und ich, zumindest solange ich hier auf Dere noch wandle, bin ich auch noch bei uns. Aber dann war der einzige Weg. Und dann wird er dich umarmen, der 2-Meter-Mann, und in deine Magierrobe reinheulen. Brindisian geht vorher 1-2 Schritte zurück, bevor du an ihn mal ran bist, und zieht sein Dolch und ja, ist erstmal unentschlossen. Du bist so kurzsichtig, dass du kannst doch nicht das. Und geht dann einen Schritt auf Ephedaios zu und erhebt den Dolch, lässt ihn aber dann doch wieder sinken. Das wieso denn nur? Das kannst du doch nicht machen. Du verstehst das nicht, dass die Götter und ihre Widersacher, sie sind wie Wesen zu groß, um dass wir sie verstehen könnten. Und irgendwie bin ich Teil ihres Plans und erst hatte mich der alte Bruder in seine Pläne verwoben, doch dann auch die Fürstin der Tiefen. Und nun, erst hörte ich immer seine Stimme und jetzt nur noch ihre. Hier draußen auf dieser Arche in der blutigen See. Deswegen kann ich auch nicht mehr mit der Crew sprechen. Wie soll ich sie anführen, wenn sie würden einem Priester folgen, aber ich spüre seine Nähe nicht mehr. Du genau bist das, immer genau noch ein Priester. Ach ja, warum höre ich ihn dann nicht mehr? Genau das haben wir besprochen vor einem Monat im Urwald. Genau das war es doch, als wir gesprochen haben. Dass man diesen Einflüsterungen nicht dass man diesen Stand halten muss. Du, Effert ist längst tot. Du warst immer Teil von Ruhrs Plan und. Oh. Ephedaios, tu mir das nicht an. Nun, was soll ich sagen? Zeit, die ich noch hier bin und bei klarem Verstand werde ich nutzen, um dieses Schiff und alle, die sich im gleichen Ziel verschworen haben, um die Kreaturen der Tiefe und Herzogin zu bekämpfen. Aber dann, was hätte ich denn machen sollen? Ich müsste dir hier und jetzt die Kehle durchschneiden. Und Brindigen lässt damit den Dolch fallen auf den Boden und er setzt sich mit dem Rücken irgendwie an die nächste Wand. Wie kannst du nur so dumm sein, Ephedaios? Ich kann das einfach nicht tun. Einen Freund retten, ja. Wollen wir hoffen, dass Yalan sich als würdig erweist. Sagen wir es Yalan! Wehe. Oder ich werde deine Schwester nach Hause zurückbringen. Hörst du das, Tyleste?
Die wird gesucht von eurem Vater. Der Vater aus wird den Dolch aufsammeln und dann zu Bündijan gehen und ihm den Dolch wieder in die Hand drücken. Versprich mir, Freund, wenn ich den Verstand verliere und nur noch ihre Stimme höre, dass du dann das tust, wozu du heute nicht in der Lage bist. Brindilian hat das Gesicht in die Hände geschlagen und greift nicht nach dem Dolch. Ich bin jetzt schon zu schwach dafür. Ich dachte, es wär so einfach, dass ein Ungeschaffener vor mir steht und... Oh. Aber er hat dein Gesicht, ich kann es einfach nicht tun. Versprich es mir, Brindijan. Ich war heute schwach, damit ihr morgen stark sein könnt. Lass es nicht umsonst gewesen sein. Ja, Brindijan zögert noch eine Weile und nimmt dann den Dolch wieder in die Hand. Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich... Ja, und dann dreht Brindijan sich um und geht die Treppe runter.